Und dann geht es direkt weiter mit Föhlout, also für euch so halb direkt. Ich habe jetzt ein paar Tage nichts gemacht, weil ich so viel am Stück aufgenommen hatte. Wir wollten jetzt ja hier in dieses Gruselhaus rein, ne? Das erkenne ich natürlich direkt wieder. Und das machen wir jetzt auch direkt. What? Nur noch 32 Schuss? Oh, she. Was haben wir denn noch so? Wir können, oh, wir sind noch nicht mal richtig durchgeladen. Das geht natürlich nicht. Also ich weiß noch, dass das so ist, dass wenn man hier durchgeht, also reingeht und die Tür zufällt, dass sie dann auf jeden Fall zu ist. Und deswegen, ja, machen wir uns jetzt gerade mal drauf gefasst. Trulla, kommst du mit rein? Ich glaube, wenn ich sie jetzt zumachen würde, könnte ich sie schon nicht mehr aufmachen, ne? Oh doch, okay, what the fuck? Aber das ist doch das, was ich meine, oder? Hä? Oder fällt sie gleich zu? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist direkt, also ich denke, es erinnert euch... Ich kann hier kämpfen, wenn ich kaum die Hand vor Augen sehen kann. Ja gut, es ist ja gar nicht so dunkel. Es erinnert direkt an, an Saw. Ich glaube, im ersten Teil war das schon so, dass... Oh, guck dich das an. Dass da jemand in so einem Dingens gefangen war. Im vermeintlichen Exit. Da kann man raus. What the fuck? Du wirst doch einem Mädchen nicht wegnehmen, oder? Ich bin gerade irgendwie drüber gedacht, ne? Alter, direkt eine legendäre. Nassichi, Nassichi. So. Ausgeleggen. Oh, noch jemand. Plus 25 Gift Resistance. Alter, leggelig, dude. Leggelig. Ja, da musst du halt aufpassen. Hier könnte man meinen, dass man raus kann, aber man kann nicht raus. Ich glaube, jetzt mit diesem Tritt habe ich auch die Tür geschlossen. Kann das sein? Nee. Ultra merkwürdig. Ich glaube, das war damals auch so der Gag oder der Clou daran, dass wenn man eingetreten ist, dass man dann nicht mehr raus konnte. Warum löst man den dann eigentlich nicht direkt aus? Hä, was? Was wäre hier jetzt passiert? Was wäre hier jetzt Schlimmes passiert? Das Licht wäre angegangen wahrscheinlich. Oder? Und das... Oh, ist da hinten dran eine... Nee. Nein! Ich stuck, wartet mal. Och Gott. Was wäre jetzt hier passiert? Hier ist einfach... Hier ist gar nichts. Vielleicht wäre irgendwas gespawnt. Wäre natürlich lächerlich gewesen, ganz klar. Komm mit, Kate, wir müssen weiter. So. Rennen wir mal ein bisschen da. Okay. Hier ist nichts, ist nichts. 1, 2, 3 oder 4. Die letzte Chance. Vorbei, du Tier. Ist das hier auch der Weg, der weiterführt? Oder wo geht's denn her? Ja, Strahlung. Hier geht's einfach nur durch die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Radax! Radax, da war's doch. So, zack. Mal eben eingeworfen, den Scheiß. Halt. Dieser Ort wurde gebaut, um etwas zu beschützen. Super, ja, wir ja. Müssen rausfinden, was es ist. Bringt mir auch nicht viel. Fuck, ey. Plus 23, ich hab Radax genommen, verschissel. Ja, genau, wir müssen rausfinden, was es versucht zu beschützen. Wenn ich eins auf... Sollen es die Verbindungen sein, oder was? Ist das eine oder wie auch immer Verknüpfung? Was, wenn ich hier drücke? Aha, was, wenn ich hier drücke? Okay. Alles klar. What the fuck? Pff, das war aber schwer. Kate, ich weiß übrigens nicht, wie du da hingekommen bist, aber das war schwer, oder? Mensch, hey. Das war schon ziemlich krass. Direkt mal speichern. Das hat sich gelohnt. Dead end. Wrong way. Okay. Merkt ihr schon die Gruselhaftigkeit? Noch nicht ganz, gell? Aber es ist, ich finde es schon so ein bisschen bedrückend. Bisschen bedrückend. Was geht denn hier ab? Ach du Kacke. Bin ich jetzt doch wieder irgendwo drüber... Mayo. Okay, das sind einfach nur Sachen, die einen erschrecken sollen, merke ich jetzt gerade. Manche, also kein, oh, nicht zwingend fallen. Ich würde sagen, da ist doch ganz klar... One way. Ganz klar ein Geschütz. Jemand hat diesen Ort verwüstet, ha? Lass uns lieber... Ach du Kacke. Der ist... Das Geschütz ist in einem Ding drin, habt ihr das gesehen? In einem Einkaufswagen. Kate, ja, geh du hin, Kate. Lass dich halt voll abknallen. Du bist so ein Nasenpuder, Kate. Oh. Das hat sich ja wehgetan. Kate, du hast doch alles gefressen, nicht das Ding? Voll der schöne Weihnachtsbaum, wirklich... Shit. Shi. Hoppala. Voll schön gemacht, wirklich Nars, aber das ist nicht der richtige Weg. Würde ich mal so... Oh Gott. Merkt der gerade mal, was da raus soll? Das ist so gruselig jetzt hier. Hm.
So, ich hab meinen Knäf, Alter. Ihr hört alles sofort auf oder ich rasch aus. Oh. Möglicherweise sind hier noch andere Probanden. Ne, nehmen wir beides nicht mit. Davon haben wir schon genug. Komm mit, Kate. Komm mit. Das war der falsche Weg. Wir müssen hier lang. Okay. Kate. Chill noch mal kurz. Noch mal kurz speichern. Denn das hier sind ja, so eine Art Minen. Wenn man die betritt. Denn... Die sind eigentlich wie Bomben. Ah. Okay, aber irgendwie... Warte mal. Was hat es jetzt gebracht, dass ich dieses Seil durchgemacht habe? Hätte das irgendwas schon erzeugt? Oder hätte das vielleicht die Dinger scharf gemacht? Ich hätte schwören können, dass das sowas wie Minen sind oder waren. Ach, die lösen einfach nur die Dinger aus. Pff. Dann kann ich schön alles entschärfen und die ganzen Dinger auch entschärfen, die ganzen Badezimmerwagen. Weil wir da cooles Zeug draus bekommen und Erfahrung. So, 6 Erfahrung und hier auch 6 Erfahrung. Da bekommen wir einen. Was bekommen wir? Kupferfeder? Jeweils? Stahl? Ja, die werden so einiges am Start haben, die Dinger. So, jetzt sind wir gleich ultra fett, oder? Wie sieht's aus? Ach Gott, lächerlich, geht ja noch. Wir speichern dir. Ah! Guck mal, wir haben wirklich. Ich wollte gerade sagen, wir haben wirklich die Granaten entschärft, aber nein, die sind einfach nur unsichtbar. Hä? Alles klar. Warum auch nicht, oder? Warum auch nicht? Ist noch irgendwo eins? Sind nur 3 Stück? Lächerlich. Lächerlich. Oh Gott, Leute, ist da unten gerade jemand gerannt? Jetzt mal ohne Witz. Ich dachte, das wäre die Kate. Ey, da ist doch gerade eben jemand gerannt, oder? Okay, jetzt kriege ich aber echt Schiss. Es ist mitten in der Nacht. Ich nehme das ja gerade mitten in der Nacht auf. Das war jetzt echt eklig gerade. Ich hätte schwören können. Da ist jemand gelaufen. Und ich dachte halt echt, ja gut, die Kate rennt halt wieder unqualifiziert rum. Auf einmal steht sie direkt neben mir. Deswegen bin ich auch so erschrocken. Ich verlange nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Oh Gott, wo ist die? Ist es vielleicht Kate echt gewesen? Die beamt sich hier nur irgendwie rum. Ach du Scheiße. Kate, komm wieder her! What the fuck, Kate? Okay, es ist jetzt wird's echt eklig. Ach, da ist er. Also, bleib jetzt bloß hier. Vor allem hat man nur so ein Klappmesser. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Vor allem hat man nur so ein Klappmesser und dann so eine Animation, wie sie mich von hinten ersticht und sagt, ja, ich hab dich hier reingeführt, du kleiner Pisser oder sowas. Ah, ah. Wir müssen genau auf den Boden achten. Ich hab keinen Bock, schon wieder in so eine Falle reinzudappen. Mich wie so ein Dackel erschrecken zu lassen. Ja, hier geht's direkt hoch. Okay. So, was haben wir jetzt eigentlich hier gerade ausgewählt? Minen. Was ist das da? Ah, gute Idee. Ich lass mal die. Ich weiß nicht, was ich auswählen soll. Ich nehme jetzt erstmal noch. Ach doch, komm, Redaway können wir eins nehmen. Da zieht es uns ziemlich viel ab. Also ziemlich viel Verstrahlung ab. Und wir können noch warten, falls hier noch mehr kommt. XXX. Oh, ist da hinten etwa? CX. Der hat gelogen. Hier ist gar nichts. Hier ist gar kein XXX. Futter Fischkopf. Nur Bröckel von jemandem. Okay. Ja, genau. Da ist das. Hier ist das hier. Alles klar. Das hier ist wahrscheinlich eh der weitere Weg, nehme ich an. Und da geht's da hoch. Kate, what the fuck? Ah, da war aber auch noch was versteckelt. So mehr oder weniger. Und zwar, das habe ich vorhin gesehen. Hier. Ha. Danke. Wer weiß, ob das Ende ist. So, Kate, nein. Wo geht's jetzt da lang? Was war das genau? Oh Gott. Eine Impro-Pistole? Was? Hol die. So ein Labyrinth ist schon was Tolles, ne? Das ist schon was Angenehmes. Ah, hier ist der Raketenwerfer gewesen. Genau. Okay, gut. Ich denke, dann ist der weitere Weg klar. Wir müssen hier durch und dann da drüben links. Hier. Zack. Und dann hier hoch. So. Okay. Da. Habt ihr das gehört? Als wenn was runtergefallen wäre. Und sie läuft jetzt auf der Spur, oder was? Auf dem, ihr wisst schon, auf einem Punkt läuft sie rum. Oh fuck.
Wenn ich dich finde, wird's dir noch leid tun. Kate! Oh Gott, nicht blocken, Kate. Du alte kleine Bitcherine. Don't block me like a snitch. Schluss mit den Spielchen. Okay. Und die Ketten rasten durch. Oh, fucking leuchtender, glühender Homunculus. Und ich hab mir die Beine weggesprengt. Ach du Kacke. Was hab ich jetzt für eine Wumme? Weiß ich nicht. Oh, ich hab gar keine, oder was? Jetzt nehme ich die fast keine Muni mehr hat. So, erstmal den Knilch hier direkt vor mir weg. Oh ja, herrlich, was du machst. Hier, nehmt das Ding, Alter. Verpisst euch. Oh, schnell, stärker, Bummer. Und jetzt, was sagst du jetzt dazu, hä? Und du? Oh Gott, wie eklig, Mann. Ich bin echt gerade völlig voll. Ich sitze gerade 2 Meter vom PC weg. So. Ich sehe leider wieder. Boah! Alter, ich bin down. What the fuck? Laserpistole. Mhm. Oh. Das war jetzt gerade irgendwie Stress. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hingerannt bin. Okay, das bist du, ne? Ja. Da ist noch einer. Aber über uns. Der stackt irgendwie über uns rum. Hier habe ich nur einen erwischt. Shit, Mann. Kate hat ja draußen auch einen erledigt. Oh. Okay. Da geht es also einfach nur ums Karree. Hier ist auch nichts. Da sind wir hergekommen. Und jetzt können wir also nur hier links gehen. Da. Und von hier sind die ganzen Viecher gekommen. Ist hier noch irgendwas? Kann ich hier einfach rein? Lächerlich. Ohne, dass ich Damage bekomme. Das ist ein bisschen Pillepalle. Right away. Und reicht das schon für ein ganzes Ding? Nee, ne? Oh, fast. Leute. Das hat uns komplett entredawaited. Nice. Warum liegen hier so viele tote Ghoule rum? Die Kate ist doch nie im Leben ein bisschen hingeschlappt, oder? Da ist auch einer. Oh Gott, mit einem Ultra. Mit einem Ultrakopf. What the fuck, ey? Mach deinen Kopf gescheit, du Grasdackel. Okay, das passt so. Oh, das war jetzt wirklich aufregend, da der Fight mit denen. Habe ich noch irgendwas so zum Futtern? Oh, heute das Wasser. Bumm. Chakalaka. Halt. Kate. Speichern. Okay. Da drüben, da sind so Laserspuren hier an der Seite. Ja, Tesla-Bögen, meine ich. Oh shit. Kate! Oh Gott, sie bleibt direkt davor stehen. Alter. Hier ist echt alles zu. Okay, oder? Und noch eine. Shit. Dass die Kate noch nirgends reingedappt ist, ist echt der Hammer. Sehr gut, Kate. Finde ich gut, dass du nirgends reintappst. Müll. Bist du behindert oder was, Kate? Ich glaube, du hast ja nicht mehr alle, Kate. Da ist noch einer. So, Tesla. Oh Gott, da ist auch noch einer und da oben auch noch. Ey, wer das angegangen? Da ist auch. So, die fallen jetzt erstmal deaktiviert oder? Oh, Kate, wie sieht das aus bei dir? Rennst du gleich noch irgendwo rein? Hast du da Bock? Ich hoffe doch nicht. Ich sag bloß, das ist schon der Ausgang. Speichern. Was haben wir da drüben noch? Da ist doch noch irgendwo. Über uns ist sogar noch was, ne? Ah. Kate. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Ob du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht. Oh, der schießt aber weit. Dude. Das schießt ein fucking 4, isn't it? Einfach mal die Tür wieder schließen, vielleicht. Oder ist es jetzt vorbei? Ja, jetzt hat sich's ausgebrannt. Da rennt irgendwas Ekliges rum. Was haben wir denn hinter der 2? Holy fuck! Okay. Und was haben wir hier? Das war die 3. Hier ist die 2. Ah. Hier geht's weiter. Wir können also noch weiter durch dieses wunderbare Labyrinth laufen. Bereits ausgelöst. Ach! Das Ding ist reingerutscht. What? Warte, wo kommt der jetzt her? Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Kate, wie kam der jetzt von hinten?
Das ist echt eklig. Ah, vielleicht wird er gerade freigelassen. Dead End. Oh. Sieht aus, als wenn da irgendwie nochmal was zu entscheiden wäre. Da ist schon mal ein Büchlein. Perfekt, perfekt. Du hast eine spezielle Lackierung für... Juhu, wow. Das sind mir wirklich die wichtigsten Sachen im, im Spiel, weil das gerade eben eine Mine, die aktiviert war. Ja, wie? Aber noch nicht lange. Sehen wir uns um, solange es noch geht. Läuft. Komm mit. Hier ist nichts mehr. Nee. Oh Gott, ich renne ja wieder rum. Wo kommt man da hin? Noch weiter hoch. Okay, die Tür ist jetzt auch schon geöffnet. Kam da schon jemand durch? So, also. Wir haben hier zwei Kisten, die scheinbar... ja, das ist scheinbar eine Entscheidungssache hier. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal hier drauf. What the fuck, Kate? Bist du dumm? Sind die Sachen dann kaputt oder was? Wenn das passiert, was da gerade passiert ist. Kann ich mir nicht so ganz... Ja, Lederriss. Ah, Kate, ich trage zu viel... Ah ja, wir haben jetzt unsere AP, mit denen wir immer noch das Zeug hier machen können. So. Oh ja, das ist jetzt weg. Gut, dann schauen wir mal kurz, was... ich habe eh komplett vergessen, was es jetzt hier gegeben hat. Ich glaube nur Kram und diese Pistole. Ne, eine Lederrüstung. Gucken wir mal direkt hier drüben. Ziemlich viele Fusionskerne. Mini-Atombombe. Ich glaube, das hier ist geiler. Ich entscheide einfach mal, dass das hier cooler ist. So. Für den Spaß an der Freude. Kate, Vorsicht. Oh, ich dachte, sie fällt wieder hin. Schade. Da gehen wir oben raus, oder? Dann können wir uns nämlich auch direkt beamen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir können uns sogar jetzt schon beamen. Wir sind ja praktisch schon draußen. Das zählt doch bestimmt auch als Beamzone hier. Also, glaube ich. Da kommen wir gehen noch kurz nach oben. Wir gucken, was hier abgeht. Ob hier noch irgendwas ist. Ne, ich glaube, da ist gar nichts mehr. Ah, warte mal. Hier ist aber ein... Ich habe hier jetzt eine Art Easter Egg. Ich weiß nicht, ob das Motorrad direkt hier ist. Oh Gott, es passt gerade so. Ihr hört die Musik wahrscheinlich kaum, ne? Aber ich höre gerade Lone Wanderer. Und das habe ich gesehen als Easter Egg, das hier. Auf der Maschine steht Lone Wanderer. Und das ist eine Anspielung auf irgendein Fallout-Teil oder sowas, wo er dann auch ein Motorrad gefunden hat. Ich bin mir gerade nicht so sicher, was das jetzt nochmal für eine Anspielung war. Aber hier oben steht es. Ultra der Riesenzufall, dass es jetzt direkt dieses Kaufhaus war. Ich wusste nur noch, dass es auf einem Parkhaus oder Kaufhaus irgendwo steht. Wo würde es jetzt hier hingehen? Achso, wieder ins General Hospital. Das brauchen wir jetzt ja nicht. Okay. Dann können wir uns ja erstmal wieder heimporten und den ganzen Jumble abliefern. So, ja. Es gab noch einen Wunsch und zwar soll die... Das Radiumgewehr soll Atoms Wille heißen. Das können wir sehr gerne machen. Ah, die Mucke, ich hoffe, die war eben in der Tiefgarage nicht zu laut. Es schien fast so, als wenn sie da lauter gewesen wäre als jetzt hier. Oder zumindest waren die Lieder, die gespielt haben, irgendwie wohl die lauteren Lieder im Vergleich zu dem jetzt. Ich hoffe, dass es da keinen ID-Treffer gibt. So, erstmal den Kack ablegen. Dann Atoms Willen. Radierer habe ich es denn genannt. So. Atoms Willen. Zack. Können wir da noch... Ach ja, genau. Ne, halt nicht. Ach ja, genau. Was haben wir hier? What the... What the F? Was... Ach, ich wollte eigentlich noch drin bleiben. Was bringt denn gerade unser Zahnstocher? 57. Die Aggressor-Trottenklinge können wir auf jeden Fall weglegen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Die geben wir der Trulla. Die geben wir der Kate. Hey. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Ich glaube, die hat auch eh manchmal einen Baseballschläger, oder? Klar. Gib schön deinen Müll her. Ja, hopp, Ruhe jetzt. Ja, genau, den Baseballschläger nehme ich hier dann weg. So. Und dann kriegt sie das, dieses Kackding. Hat trotzdem... Was hat der andere? Ich habe 32, ne? Hat drei mehr. Und die kann ich, oder können wir auch noch verbessern, wenn wir dann mal soweit sind. Doch gesagt, Mama Murphy, halt bitte die Fresse. Das dritte Auge lügt nicht. Das ist doch eigentlich super. Atoms Willen. Da wollte ich nochmal kurz gucken, ob wir da noch was dran schisseln können. Wir haben gerade den mächtigen Verschluss mit 54. Was gibt's noch so? 69. Den verbesserten Verschluss. Dafür brauchen wir Wissenschaft 4, Waffenfreak 3.
Boah, obwohl das auch mit. Das hier wäre auch nicht schlecht hier. Was haben wir jetzt gerade? 54, okay. Ne, ne, nicht verlassen. Noch hier kurz durchgehen. Wir haben die Pump. Haben wir die überhaupt mal weitergemacht? Ne, haben wir nicht. 86 können wir daran kloppen. Das machen wir mal direkt. Yep. Ich weiß. Fucking amazing, ne? Oh, können wir eigentlich bei der Pump vorne noch was dran schniedeln, was das cool ist? Ein Schalldämpfer? What the fuck? Eine Schrotflinte mit einem Schalldämpfer. Edel, edel. Ich bin nur eigentlich so zufrieden. Wobei, ich benutze das Bajonett nicht. Ich schlag mit den Waffen nicht. Also wäre das vielleicht doch nicht schlecht, wenn wir es entweder einfach leichter machen. Ja doch, wir machen das Bajonett mal weg. Dann haben wir eine viel krassere Reichweite. Ja, ja. Und ich habe noch einen Hyper-Tipp für die ganze Sache hier. Und zwar... Oh Leute, wir müssen echt in Waffenfreak investieren. Und zwar lautet der Tipp wie folgt, einfach auch die ganzen Mods hier drin lagern. Also in der, entweder hier drin oder ihr wisst schon wo. Im, oder halt hier, also einfach in diesen Dingen, weil dann kann man da direkt drauf zugreifen. Und bla bla bla. Die simpelsten Geister, du bist eine Snitch. So. Hoppala. Ja, verlassen. Und dann muss man nämlich diverse Mods auch nicht mehr... Dann macht man die Mods halt nicht doppelt und dreifach, wenn man den Mod schon hat. Kann man den Mod dann woanders dran machen. Soweit ich weiß, so, ja doch, soweit ich weiß, auch eine andere Wumme. So, Mods. Also wenn ich jetzt einen Schalli habe, dann muss ich, glaube ich... Oder zumindest an die gleiche Wumme des, der Art, der Bauart oder Macherart oder wie auch immer. Und des Weiteren, und das ist auch eine extrem geile Idee, machen es einige so, dass sie... wir haben es hier ja schon... Sie schreiben vorne in den Titel, schreiben sie, also erstmal einen Punkt, dass das ganz oben gelistet wird, immer die eigenen Waffen. Und dann schreiben sie erstmal die Munitionsart hin. Na, wahrscheinlich reicht es, also den Punkt muss nicht zwingend sein, ich werde noch erstmal weglassen, ein Minus oder sowas. Und dann kann man nämlich, hat man direkt den Überblick, wenn man da, wenn man arbeitet. Und eine ähnliche Waffe zum Beispiel hat. Das ist irgendwie, kann man nicht hier rüber, ja. Dann hat man direkt den Überblick, was die Munitionsarten angehen. Und man kann sofort vergleichen. Man sieht, ah, ich habe zwei 45er dabei. Welches stärker? Und das fand ich doch extrem cool. Das mache ich jetzt mal geschwind. Das ist ein 44er. So, 44. Die Hyper Beast habe ich. Ihr habt gesagt, dass ich die falsch geschrieben hätte. Moment mal, meine Herren. So ja nicht. Nur so ja nicht. 5.56. Ja, aber schön mit einem Leerzeichen hier, mein Freund. Ja, das soll man da richtig verstehen. Pimp. Ah, Kate, renn doch nicht jetzt. Kate, ich bin hier gerade am Arbeiten. Schrot. Das sind die einfach nur S. Fuck, jetzt habe ich meinen schönen Arm weggemacht. Fork, die Fork. Das ist auch wieder eine 308er. Ne, haben wir auch keine gehabt. Reba, 308er. Sechste Nan. Shit, warum ist der Name verschwunden? Verkerkelt die Kerk. Zahnstocher ist der Zahnstocher. Dann haben wir hier noch unsere. Die nehmen wir, haben wir noch gar nicht dabei. Was war hier? War nicht hier. Das ist nur Scheißdreck hier. Das ist nur Scheißdreck. Das sind eigentlich jetzt unsere Wummen, ne? Das sind die. Und jetzt haben wir. Natürlich direkt in der Übersicht. Ja, verlassen. Haben wir jetzt hier natürlich die Waffen auch schon mal ganz oben stehen und wir sehen halt, was wir wie haben. Und wenn wir jetzt zwei 44er stehen hätten, würde jetzt hier halt noch eine 44er hier dabei stehen. Und wir könnten direkt vergleichen, ob das denn wirklich notwendig ist oder welche besser ist, welche wir vielleicht lieber weglegen. Ja, das fand ich irgendwie ein cooler Rat. Baseballschläger weg, der Revolver weg, Injektionsgewehr erstmal weglegen und den Mutantentöter auch weglegen. Und jetzt ist klar, dass hier keine andere verkackte Pistole mehr ist, außer diese Leuchtpistolen und so, die wir ja eh nicht umbenennen können. Die wir irgendwie doppelt und dreifach haben. Das fand ich echt chillig. Aber es soll ja kein How-To-Video werden, wie man sich hier irgendwie das Leben einfacher macht. Warum haben wir jetzt hier einen Quest? Ach, das ist sie. Ada. Sind Sie bereit, den Radarpeilsender einzubauen? Zieh wir's durch. Es ist an der Zeit. Machen wir es einfach mal kurz. Gut, der Einbau sollte kein Problem sein. Sobald ich in der Roboterwerkbank bin, bauen Sie einfach den Radarpeilsender. Okay. Soll ich Sie begleiten? Oder treffen wir uns dort? Wir treffen uns dort. Wir sehen uns dort. Gut, ich mache mich dann auf den Weg. So. Wir können so lange reisen, wie Sie wollen.
Ach ja, und des Weiteren hättet ihr gerne, dass ich nicht alle Quests anhab. Ich soll nur die Quests anmachen, die wir benutzen oder die wir ausführen. Oder zumindest dann einfach nicht so viele Quests anhaben. Krass, wie das dann nicht da drin bleibt. Das ist für eine Schweinerei. So. Jetzt weiß ich nicht, welche Quest das ist. Begib dich zum Glück, finde den goldenen Gras, versprechen mit Jenga. Bauer. So. Ich benötige Widerschlag. Blablabla. Halt. Daten. Und dann mit auf der Karte anzeigen und dohi. Stimmt, wir haben ja bei der Ebenerfi Farm haben wir ja dieses Apparätchen, genau das hier, dahin gebaut. Dann können wir hier mal schnell den Kram einbauen. Und das geht dann oder würde dann Richtung Robocock Quest gehen. Aber eigentlich würde ich zuerst gerne noch den goldenen Grashüpfer machen. Und trotzdem baue ich das jetzt mal geschwind ein. Ey, da bist du schon da. Ja, sie ist sogar schon drin. Hallo, Siedler. Dann ist die Dinger kaputt. Hallo? Ich will nur ein bisschen handeln. Klar. Kronkorken, wie gesagt, braucht man hier bei uns nicht. Haarklammern genauso wenig. Ada, bist du schon da? Ada. So, Spezialmods. Radarpeilsender einbauen. Shazam. Die Werkbank schien keine Einwände gegen das Hinzufügen einer bauartfremden Modifikation zu haben. Mhm. Einen Augenblick. Die Modifikation war erfolgreich. Die neue Hardware wurde erkannt. Die Software wird aktualisiert. Gut. Installation abgeschlossen. Analysiere Mechanist Hardware. Der Radarpeilsender empfängt ein starkes verschlüsseltes Signal, aber ich kann die Quelle nicht bestimmen. Das ist aber blöd. Meinst du, der Mechanist weiß, dass wir den Peilsender manipulieren? Ich habe bereits dafür gesorgt, dass meine Position nicht preisgegeben wird und mögliche unbeabsichtigte Befehle des Signals ignoriert werden. Leider wird uns einer davon nur wenig helfen, die Quelle des Signals zu orten. Okay. Immerhin ein guter Anfang. Absolut. Mit etwas mehr Unterstützung sollte ich das Signal entschlüsseln und den Mechanist orten können. Zum Glück orte ich ein weiteres Robohirn im Commonwealth, das dasselbe Signal empfängt. Ja, nice. Endlich sind wir einmal im Vorteil. Mag sein, aber ganz so einfach ist es nicht. Die Verschlüsselung des Quellsignals ist komplex, aber nicht unmöglich zu entschlüsseln. Wenn Sie mir zwei weitere Peilsender bringen, sollte ich aus Ihnen die Schlüssel und Algorithmen für meine Entschlüsselungsroutine erhalten können. Nice. Wie ich sie angucke. Okay. Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Ich habe eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 96,6% ermittelt. Angesichts Ihrer Fähigkeiten steht es wohl gut für uns. Sehr schön, sehr schön. Okay, los geht's. Gut, dann fangen wir mal an. Ich lade die Position des Robohirns jetzt auf Ihren Pip-Boy. Seien Sie vorsichtig. Diese Roboter reisen gerne in Gruppen, also rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Okay, sehr schön. Eine neue Bedrohung. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist es denn jetzt hier? Sendeturm. Vor Tagen Füllstation. Ist das vielleicht das, wo wir auch schon gefightet haben? Ich reiß einfach mal direkt hin. Falls die sich in Bewegung befinden, sind die natürlich dann weg. Sobald ich ankomme, muss ich dann so ein bisschen hinterher rennen. Was aber jetzt nicht tragisch wäre. Befreie deinen Geist. Ich habe jetzt noch keine Zeit, meinen Geist zu befreien. Ich muss mich konzentrieren. So. Das war eben durchgestrichen, dass ich das hier gemacht habe. Was soll mich dann noch stehen? Wow. Okay, die sind sehr close. Hoppala. Kurz meinen Scheiß hier weglegen. So. Noch 42 Meter. Leute, wisst ihr was? Das machen wir einfach in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.